So, herzlich willkommen zum nächsten Talk. Ich hatte ja vorhin schon die vielen parallel stattfindenden Krisen angesprochen. Und eine davon, die betrifft auf jeden Fall unser Klima. Also der Klimawandel, die Klimakatastrophe, die auf jeden Fall auch dazu führt, dass man sich irgendwie machtlos fühlt. Aber gleichzeitig weiß man ja, da gibt es so viel zu tun, es gibt so große Herausforderungen. Also eigentlich müsste man es mal anpacken. Und die Hochschulen, die haben da wahnsinnig viel Potenzial. Also die haben viel Potenzial, da einen gesellschaftlichen Wandel anzustoßen und den auch zu leben und vor allem wahnsinnig viele Menschen dabei mitzunehmen. Theoretisch, weil praktisch, muss man sagen, passiert aktuell noch zu wenig. Und deswegen gibt es jetzt die Kampagne Hochdruck und vorstellen wird die Ihnen Tobias Holle. Herzlich willkommen. Er ist Aktivist. Ich möchte nicht den Applaus rauben. Er ist Aktivist und studiert Bioökonomie am Campus Straubing der TU München. Und im vergangenen Jahr ist er 40 Stunden von Straubing über Brüssel nach Glasgow zur UN-Klimakonferenz gefahren, im Zug. Und darüber ist auch berichtet worden, habe ich gelesen. Also sonst wüsste ich es ja auch nicht. Außerdem ist er im Vorstand des Netzwerk NEV aktiv und im Hochschulforum Digitalisierung. Und jetzt gehört die Bühne dir. Dankeschön. Ja, es wurde ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Wir brauchen einen Wandel. Wir brauchen einen radikalen Wandel. Wir brauchen einen radikalen Wandel der Gesellschaft. Und das bedeutet auch, wir brauchen einen radikalen Wandel an Hochschulen. Kann ich jetzt pointen? Ha, sieht man was. Gut, das ist schön. Wir brauchen diesen radikalen Wandel. Warum? Ich will da gar nicht ganz, ganz groß drauf eingehen. Aber ganz kurz, wir wissen es eigentlich alle. Wir müssen einfach in die ganzen Studien gucken. IPCC-Berichte lesen sich ganz, ganz schlimm, also vom Weltklimarat. Das ist unglaublich, was da gerade passiert. Die neuen Berichte, die im letzten Jahr erschienen sind. Es sind riesengroße Katastrophen, auf die wir zulaufen. Das heißt, wir nehmen das Ganze ernst. Und das bedeutet auch, wir müssen unsere Gesellschaft umgestalten. Und abgesehen von diesen ganzen wissenschaftlichen Dingen, haben wir natürlich auch das, was vor Ort ist. Wir haben ein Drittel von Pakistan überflutet gehabt in diesem Jahr. Wir hatten riesengroße Dürren, Brände und so weiter. Und wir merken es jeden Tag. Aber es fehlt noch daran, wirklich was zu tun. Es fehlt daran, wirklich Dinge konsequent, radikal umzusetzen. Und was wir jetzt, oder beziehungsweise was Hochschulen da machen können und müssen, ist diesen Wandel begleiten, anstoßen, inspirieren, weiterdenken. Denn wenn wir das jetzt nicht tun, dann werden wir diesen radikalen Wandel auch haben in ein paar Jahren. Aber dann wird dieser Wandel nicht mehr kreativ sein, dann wird dieser Wandel nicht mehr von uns gestaltet werden können, sondern dann geht es nur noch darum zu reagieren und nicht zu agieren. Und das wollen wir verhindern. Das ist das ganze Ding, warum wir ja auf die Straße gehen und so weiter. Deswegen stehen wir hier und wollen Dinge verändern. Deswegen wollen wir Hochschulen verändern. Und angesichts dieser ganzen Krisen und so weiter, die wir haben, hat sich vor 2,5 Jahren oder vor 3 Jahren jetzt bald schon, haben sich die Fridays for Future, haben sich Students for Future und so weiter, Scientists for Future gegründet. Diese ganzen Initiativen, Bewegungen und so weiter haben richtig was bewirkt. Die haben grundsätzlich Linien verschoben. Die haben grundsätzlich Verständnisse von, was wir tun müssen, verändert. Und dieses grundsätzliche Verständnis, wie wir das in 2019 verändert haben, das müssen wir eigentlich jedes Jahr haben. Diese Bewegung in der Klimapolitik müssen wir jedes Jahr haben. Wenn wir das nicht haben, dann fallen wir zurück. Und Hochdruck ist dadurch entstanden, dass wir gesagt haben, wir hatten in 2019 mit den Students for Future in der Klimastreikwoche im November 2019, der Public Climate School,
hatten wir über 80 Städte, die dabei waren, über 80 Hochschulen, die dabei waren, über 60 Städte, die dabei waren und die gestreikt haben, die Bildungsveranstaltungen gemacht haben, die das Ganze richtig groß aufgezogen haben. Wir hatten richtig einen Drive drin. Wir haben versucht, sehr viele Dinge neu anzustoßen. Wir hatten im März hatten wir richtig Energie drin und dann 2020, März, ging es natürlich sehr runter. Corona, komplett andere Einstellung, Verschiebung von Prioritäten. Und das, oder diese Verschiebung von Prioritäten, die wir da hatten, die wollen wir jetzt wieder haben. Das heißt, wir wollen die wieder haben auf die Klimakrise. Wir wollen die wieder haben auf die Hochschulen, dass sich Hochschulen wirklich verändern. Und das Interessante dabei ist, beziehungsweise das eigentlich Komplizierte daran ist, nicht, dass wir schon an bestimmten Stellen Lösungen haben. Wir haben das Netzwerk N mit ganz, ganz vielen Good Practices. Wir haben Leitfäden für Hochschulen, wo sich richtig was verändern kann. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Der Rat für nachhaltige Entwicklung hat Stellungnahmen rausgebracht. Wir wissen es theoretisch, wie es gehen könnte. Wir wissen nicht jedes kleine Detail, aber wir müssen auch nicht jedes kleine Detail wissen. Aber wir wissen eine Grundrichtung. Und diese Grundrichtung, die müssen wir gehen, die müssen wir anpacken und die müssen wir skalieren. Was machen wir mit Hochdruck? Es passiert nichts. Ha, jetzt passiert was. Was machen wir mit Hochdruck? Wir machen mit Hochdruck das, was wir glauben, was Hochschulen leisten können sollten. Hochschulen sollten der Ort sein, wo sich Dinge neu gestalten können. Der Ort sein, wo Dinge falsch gemacht werden können, ausprobiert werden können. Hochschulen sollen der Ort sein, wo genau diese Dinge, die in der Gesamtgesellschaft passieren müssen, neu gedacht werden können, wo die kreativ ausprobiert werden können, wo wir Möglichkeiten haben zu scheitern, wo wir Möglichkeiten haben, wirklich zu durchdenken, was wir tun, das dann in die Praxis zu bringen. Das sind Hochschulen und diese Hochschulen, diese Verantwortung, die Hochschulen haben, die müssen wir aufgreifen. Und das schaffen wir nur, indem wir alle Hochschulen mitgestalten. Und mit Hochdruck haben wir eine Kampagne, die wir gerade anfangen, die nicht nur Studierende mit einbezieht. Das funktioniert so nicht. Nicht nur Studierende mit einbezieht, sondern die alle Statusgruppen einbezieht. Hochdruck ist dafür da, dass wir als alle Hochschulstakeholder, als ProfessorInnen, als Studierende, als Lehrende, als Mitarbeiter in Technik und Verwaltung und so weiter, dass Hochdruck alle abholt und dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Wir haben 10 Forderungen entwickelt mit Hochdruck, die wir gleich einmal kurz durchgehen werden. Und es werden bestimmt hier viele Menschen sein, die sagen, okay, mit der Einforderung bin ich nicht ganz einverstanden. Ja, das passt jetzt ja irgendwie gar nicht so. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir alle merken, dass wir mit einer größeren Geschwindigkeit und in eine generelle Richtung gehen wollen. Wenn eine Forderung nicht ganz der Fall ist, dann ist das nicht so. Das sind sowieso Forderungen, die dachweit gestellt werden. Dachweit, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist unglaublich breit, das ist unglaublich allgemein. Vor Ort wird es ganz unterschiedlich implementiert werden können und müssen. Aber es geht darum, eine Schnelligkeit reinzubringen. Es geht darum, diesen Wandel, diesen radikalen Wandel anzustoßen und den gemeinsam zu machen, sodass es nicht jede Hochschule allein machen muss. Sodass man sich zusammentun kann, sagt, okay, wir steuern auf ein Ziel zu. Wir machen diese Dinge, die wir in Aktion bringen müssen. Wir müssen die nächsten Schritte gehen und wir werden motiviert durch die anderen Hochschulen um uns herum und durch die Studierenden, durch die Professoren, durch alle Statusgruppen. Und deswegen haben wir diese Forderungen. Deswegen haben wir diese Forderungen, worauf wir uns vielleicht einigen könnten. Diese Forderungen wurden entworfen durch
ein paar Monate lang Analyse von bisherigen Forderungen, die von Studierendenorganisationen, die von anderen Gremien an Hochschulen gestellt wurden. Diese Forderungen wurden sehr stark inspiriert, natürlich von dem, was wir durch unsere verschiedenen Hintergründe als Aktivistis, als Engagierte, als Menschen NGOs, teilweise sind auch Lehrende dabei, was wir alle zusammen einfach gefunden haben und was teilweise latent im Raum rumgeschwebt ist. Aber es sind keine krass neuen radikalen Forderungen. Es sind einfach nur Forderungen, die bündeln sollen, die Bemühungen bündeln sollen, worunter wir uns vereinigen, worunter wir uns gemeinsam eine Basis schaffen können, um zu agieren. Und ich hoffe, ich klicke jetzt richtig. Ja. Forderung 1 ist verpflichtende Module zu nachhaltiger Entwicklung und Klimanotlage. Das ist als Grundlage, wir haben Mathe-Grundkurse, wir haben Chemie-Grundkurse, das ist als Grundlage etwas, womit wir starten sollten. Das ist etwas, wo wir sagen müssen, das ist die Realität, damit müssen wir umgehen, egal ob ich soziale Arbeit oder Physik studiere. Es wird mich immer betreffen. Das muss für alle verpflichtend sein, zu sehen, was haben wir für eine Welt hier gerade und warum studieren wir auch. Und was müssen wir in der Gesellschaft verändern? Und dann kann man wieder wunderschön theoretisch sagen, okay, das ist dieses Humboldtsche Bildungsideal, man hat oder man hat dieses T, man hat eine ganz breite, ein breites Basiswissen und an einer Stelle oder in einem Fachbereich geht es ganz krass in die Tiefe. Kann man alles auch anführen. Aber das ist das, verpflichtende Module zu nachhaltiger Entwicklung, Klimanotlage, das ist das, ein Common Sense, auf den wir uns einigen können dann. Das ist etwas, wo klar ist, okay, in sozialer Arbeit und in Physik ist das etwas, was wir brauchen. Das ist etwas, wo wir agieren müssen. Und was uns immer betreffen wird im Beruf, egal wie theoretisch oder praktisch wir diesen Beruf ausüben. 2, Credits for Engagement oder Credits für Engagement, wie auch immer, wenn man es Englisch oder Deutsch ausspricht. Das ist einfach etwas, was mittlerweile schon an einigen Hochschulen da ist, was aber noch nicht dieser Common Sense ist. Aber darauf könnte man sich einigen. Wir wollen einfach gucken, dass gesellschaftliches Engagement, das Engagement für auch in Gremienarbeit und Ähnliches in der Hochschule, außerhalb der Hochschule, dass das Teil vom Studium sein kann. Also ganz, ganz viele Menschen, die engagiert sind, die lernen ja auch dadurch viel. Bildung ist ja nicht nur das ganz rein Formelle, wenn ich mich in Vorlesungen setze. Bildung ist ja viel, viel mehr. Und dass das anerkannt wird, dass wir damit studieren können und dass wir dafür einfach zum Beispiel eine Lehrveranstaltung weniger machen müssen. Das kann dann sein, dann wird man noch durch Dozierende begleitet dabei, dann schreibt man einen kleinen Bericht dazu, das mag alles sein. Oder was man dann gemacht hat, wird nochmal, keine Ahnung, vorgestellt in der Präsentation, das mag alles sein, aber das ist etwas, womit wir wirklich weiterkommen würden, das ist etwas, womit wir dieses gesellschaftliche Engagement auch in die Hochschulen reinbringen. Das dritte, jetzt wird es technisch, ist Reduktion des Energieverbrauchs von Gebäuden um 25% bis Ende 2020. Da sind wir teilweise schon. Das Problem ist, wir wissen es gar nicht so. Das ist auch so eine interessante Sache dabei. Einige Dinge, die hier stehen, da ist gar nicht bekannt, was denn überhaupt der Status quo ist. Wir haben es versucht herauszufinden, das ist nicht so einfach. Und ich glaube, wir haben gar nicht so schlechte Quellen gehabt. Deswegen, vielleicht ist ein erster Step davon, mal zu gucken, wie denn der Energieverbrauch ist. Das sind öffentliche Gebäude. Wo wir mit umgehen, wo wir mit Geldern umgehen, wo wir mit CO2-Emissionen umgehen. Aber einfach, da es gerade konkret ist, da es gerade wichtig ist, Reduktion des Energieverbrauchs von Gebäuden um 25% und 100% erneuerbare bis 2030 ist gar kein neues Ding, ist einfach etwas, worauf wir uns einigen können und was wichtig ist für unsere Hochschulen. 4. Eine vermutlich etwas
ja, immer mal wieder kritisch gesehene Forderung ist, bis 2025 sind alle Hauptgerichte der Mensen pflanzlich. Also nicht vegetarisch, pflanzlich, vegan. Das ist etwas, was wir müssen auf jeden Fall sehr, sehr viel stärker auf vegane Lebensweise umschwenken. Nicht komplett, gehen wissenschaftliche Analysen auseinander, aber wir müssen sehr, sehr stark umschwenken. Geht 80% Reduktion oder so ähnlich. Und warum gehen Hochschulen nicht vor und machen das einfach? Das ist etwas, wo Studierendenwerke, also ich sehe es bei mir jetzt gerade, Niederpfalz-Oberbayern, das Studierendenwerk, die haben ein veganes Kochbuch rausgebracht. Die haben ein veganes Kochbuch für Mensen und auch für, dass man privat anwenden kann, rausgebracht. Die haben teilweise keine Fleischgerichte mehr an Tagen, aber immer mindestens ein veganes Gericht. Es stört niemanden. Also es stört wirklich niemanden. Man gewöhnt sich daran. Das ist nicht so das Ding. Das heißt auch nicht, dass Menschen nie mehr wieder Fleisch essen. Das heißt einfach, das ist Common Sense in Hochschulen, vielleicht auch in öffentlichen Einrichtungen, gibt es veganes Essen. So, es wird auch niemand dran sterben. Und das ist aber, Ernährung ist ein Riesenpunkt, Riesenfaktor, ganz wichtig. Dann Forderung, die wir, glaube ich, einfach abhaken können, kostenloses bundesweites ÖPNV-Ticket für Studierende und Mitarbeitende bis 2022. Das ist etwas, was wir mit dem 9-Euro-Ticket jetzt hatten. Die Diskussion ist sowieso schon am Laufen. Das hängt natürlich auch wieder mit Infrastrukturbau und so weiter zusammen. Aber wenn wir das haben, hat Pascal erstens weniger Verwaltungsarbeit mit irgendwelchen Rückerstattungen von Ticket- und Semesterpreisen. Und zweitens haben wir auch die Möglichkeit, dann klimaneutral oder nicht klimaneutral, aber zumindest klimaarm, energiearm zu fahren. Und das ist einfach etwas, was wir gesamtgesellschaftlich brauchen, auf Hochschulen angewandt, Studierende und Mitarbeitende. Sechste Forderung, Thema Flächenverbrauch, Flächenversiegelung, Flächenentsiegelung, mehr Grün als Beton. Das Schwammprinzip gibt es schon für Städte. Ich weiß nicht, ob das so ganz in aller Munde ist. Es geht darum, einfach Flächen zu entsiegeln, mehr Retentionsflächen, das heißt Abwasserflächen oder Flächen für Abwasser zu schaffen, wenn es stark regnet. Es geht dabei zum einen darum, Klimaanpassungsmaßnahmen zu betreiben, das heißt, es wird wärmer in Städten, es ist weniger Asphalt, wir brauchen mehr Grün. Alle diese Dinge, wie gehen wir mit Extremwettern um, das ist besser, wenn wir dieses Schwammprinzip haben, das ist deutlich besser, das ist auch gar nicht umstritten. Und 40% entsiegelte Fläche und gutes Klima. Wir haben zwischen 40-50% geschwankt. Es wird von Hochschule zu Hochschule abweichen. Stadt, Uni, Land, Uni, immer super unterschiedlich. Aber als Richtwert mehr Grün als Beton, das sind Hochschulen. Und das heißt ja nicht, dass man da nicht auch lernen kann. Man muss nicht immer in Gebäuden lernen. Siebtens, um das alles machen zu können, um Studierende Zeit, Energie für Bildung geben zu können, braucht es Studierende, die nicht jeden Tag denken, kann ich die Rechnung noch bezahlen? Wir haben einfach kollektiv, glaube ich, sehr, sehr viel Angst vor der Heizkostenabrechnung Anfang nächsten Jahres. Ich weiß nicht, was da rauskommt. Ich will es auch gar nicht wissen, sonst mache ich mir zu viele Gedanken. Aber das ist was, was wirklich viele Menschen umtreibt. Es ist in allen möglichen Gruppen jedes Mal das Problem, was wird es kosten? Und ein Punkt ist einfach Wohnraum, das können Hochschulen, das können Studierendenwerke gut beeinflussen. 40% sozialer Wohnraum bei Neubau und natürlich Netto-Null-Ökobilanz einfach als Gebäudestandard. Aber das Wichtige ist bezahlbares und nachhaltiges Wohnen für Studierende. Achtens, das ist eine alte Forderung, spätestens 2025 sind alle Hochschulgremien mindestens paritätisch von Studierenden besetzt. Von Studierenden soll einfach Fokus auch darauf liegen. Das heißt, ein Viertel oder ein Drittel, kommt darauf an, ob Hochschule oder Universität, der aller Gremien, damit wirklich sind auch wirklich alle Gremien gemeint, sind von Studierenden, genauso wie von Lehrenden, Mitarbeiterinnen der Verwaltung oder Technik und Verwaltung, ProfessorInnen eingenommen. Das ist eine Forderung, die ursprünglich gleich so aus den 1960er Jahren kommt.
hat sich nicht so komplett durchgesetzt. Es gibt verschiedene Gesetze, in einigen Ländern ist es der Fall, ich glaube in Thüringen zum Beispiel ist der Fall. Das ist nicht überall der Fall, das wäre ein Common Sense. Warum brauchen wir das? Warum brauchen wir das auch dafür? Es braucht Austausch zwischen den Stakeholdern, es braucht die Kreativität. Wir können nicht mit rein ProfessorInnen besetzten Gremien arbeiten, die seit 10, 15, 20 Jahren da drin sitzen. So schaffen wir einen schnellen, einen radikalen Wandel nicht. Deswegen braucht es immer wieder unterschiedliche Perspektiven. Es braucht neue Köpfe und die schaffen wir durch so eine Regelung. Dann das Thema Grundfinanzierung. Wir müssen erstens Hochschulen finanziell besser ausstatten. Das ist eine Forderung, die Hochschulen selbst nicht oder nicht nur Hochschulen selbst machen können, sondern wo es auch an die Landesregierung geht. Das ist ganz, ganz wichtig, um unsere oder um die Stabilität zu bieten, dass wir nicht jedes Jahr darüber nachdenken müssen, ob wir denn noch nächstes Jahr wieder dabei sind. Das gibt Sicherheit für Mitarbeitende, das gibt teilweise Sicherheit für Studierende, das gibt einfach die Grundlage dafür, gute Bildungsarbeit zu betreiben. Und dazu kommt noch die Zweckbindung an finanzielle Mittel, der finanziellen Mittel an Klimaschutz und Anpassung. Das sind klare Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen. Länder haben auch Pläne, Länder haben auch Klimaneutralitätspläne und alles. Hochschulen gehören dazu, sind Teil der öffentlichen, Gebäude. Das heißt, da kann auch was von Hochschulen eingefordert werden, beziehungsweise von wem auch immer die Gebäude dann verwaltet werden. Und das zehnte, Divestment bis 2025 investieren Hochschulen nicht mehr in fossile Strukturen. Ich glaube, das braucht auch keine Erklärung. Ich glaube, das braucht ganz viel Diskussion, wie das gehen kann. Aber warum, ist, glaube ich, relativ klar. Diese Forderungen sind alle, oder viele davon können nicht allein von einer Hochschule umgesetzt werden. Diese Forderungen müssen teilweise mit Ländern abgestimmt werden. Manchmal sind die Studierendenwerke, manchmal die Städte richtige AnsprechpartnerInnen. Das ist ganz unterschiedlich. Aber diese Forderungen werden am 24.10., also jetzt am Montag, dachweit an Hochschulleitungen gestellt. Es werden am Montag Pressemitteilungen und so weiter rausgehen, um diese Forderungen in Umlauf zu bringen oder größer in Umlauf zu bringen, um diese Debatte anzuregen dafür und um Hochschulleitungen auch wirklich in die Pflicht zu nehmen. Es geht nicht darum, dass die das alles selbst machen können. Es braucht partizipative Ansätze und es braucht auch andere Verantwortliche, wie gesagt, zum Beispiel Studierendenwerke, zum Beispiel die Länder. Aber dann geht es nicht darum, wie es oft gemacht wird, die Verantwortung weiterzuschieben, sondern dann geht es darum, dann tun sich Hochschulleitungen zusammen und reden mit den Ländern. Dann wird mit den Ländern geredet, wie denn die Liegenschaftsbetriebe, wie denn die Gebäude betrieben werden. Und dann wird da das Thema, das dann wieder Bau zum Beispiel, Schwammprinzip, dann ist wieder die Frage, wie schaffen wir das? Aber es ist keine Ausrede zu sagen, nur weil wir theoretisch nicht offiziell zuständig sind, ist das nicht unser Ding. Wir arbeiten, wir studieren in diesen Gebäuden. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir versuchen, diese Gebäude besser zu machen, dass wir versuchen, diese Gebäude mehr klimaneutral zu machen. Viel gelabert. Jetzt nur noch ganz kurz die Sache, wie geht's denn oder wie kann man mitmachen? Wie gesagt, diese Forderungen sind schon auf Webseiten und so, sind aber noch nicht offiziell in Umlauf gebracht worden. Das wird jetzt Montag passieren. Es gibt bereits die Möglichkeit, sich diesen Forderungen anzuschließen. Ihr seht die Website hochdruck.jetzt. Es gibt die Möglichkeit, sich diesen Forderungen anzuschließen. Als Organisation steht alles drauf, wie es geht. Als Einzelperson, wir haben eine Petition gestartet und dann startet es damit. Aber das Allerwichtigste ist eigentlich, dass vor Ort diese Dinge, von wem auch immer, von Studierenden, Lehrenden, ProfessorInnen, Hochschulleitungen,
weitergetragen werden, dass dazu Diskussionen stattfinden. Wir wollen nicht bei diesen Forderungen bleiben. Wir wollen konkret in Maßnahmenpläne gehen. Für die Forderungen wird es ganz, ganz klare Maßnahmen geben, was gemacht werden kann. Es wird Good Practice-Beispiele geben. Wo passiert denn schon was? Wo kann man sich denn ein Beispiel dran nehmen? Und diese ganzen Informationen werden, also erstmal werden jetzt die Forderungen veröffentlicht, dann werden diese Informationen veröffentlicht und so weiter. Das wird Step by Step gehen. Und vor Ort werden wir versuchen, in der 2. Novemberwoche, 7.11. bis 11.11., werden wir parallel mit der Public Climate School oder in der Public Climate School, der früher Klimastreikwoche, jetzt Public Climate School, wo es eine offene Uni für alles, wo Lehrveranstaltungen, alles zum Thema, alles aufs Thema Klima ausgerichtet ist. In der Zeit werden diese ganzen Sachen diskutiert. In der Zeit werden wir diese Forderung nochmal Nachdruck verleihen. Es werden bis heute erst in der ersten Runde an Mobi-Paketen verschickt. Also wenn ihr noch ganz schnell seid, guckt gern auf Instagram, da ist ein Link. Auf der Website ist, glaube ich, auch ein Link zur Bestellung dieser Mobi-Pakete. Wichtig ist, dass es vor Ort getragen wird. Und kann ich noch weiterschalten oder habe ich irgendwas Lustiges gedrückt? Okay. Das passt aber auch. Ach so, jetzt sieht man wieder das. Genau. Das Ganze wird jetzt ausgerollt, das Ganze wird weitergetragen. Ich würde mich mega freuen, wenn Menschen von euch das mittragen, in eure Hochschulen bringt, in die Diskussion bringt, diese Forderungen, meinetwegen an Hochschulleitungen schickt, wenn ihr selbst Hochschulleitung seid, dann bringt diese Forderungen in Diskurs, tut euch mit anderen Hochschulen zusammen, tut euch mit anderen Studierendengruppen zusammen, tut euch mit anderen Lehrenden-Netzwerken zusammen. Es geht darum, diese Debatte wieder anzuregen, es geht darum, wieder Schwung da reinzubringen. Und dafür ist Hochdruck da, denn diesen radikalen Wandel, den wir brauchen, den schaffen wir nur, wenn wir das gemeinsam machen, wenn wir ein gemeinsames Movement erzeugen. Denn wir alleine an den Hochschulen kriegen das nicht hin. Wir brauchen was, was uns richtig mitzieht, wo wir an anderen Stellen sehen, da läuft es ja, vielleicht geht es bei uns oder wir können gute Beispiele liefern. Und das können wir mit Hochdruck machen und ich hoffe, ihr seid dabei. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich sehe auch gerade der Link, der ist schon im Chat drin. Also einfach Hochdruck.jetzt. Sehr niedrigschwellig jetzt auf jeden Fall. Ich habe hier auch eine Frage direkt unten drunter. Gibt es eine Position bzw. Überlegungen, ob es aus Klimagründen besser ist, den Campus vor Ort zu nutzen oder also remote digital zu studieren? Ich kenne keine Studien. Ich weiß auch nicht, gibt es Studien? Wahrscheinlich gibt es da ExpertInnen oder zumindest mehr ExpertInnen im Raum, wenn es da schon was zu gibt. Ich kann meine persönliche Meinung sagen. Ich bin kein großer Fan vom sehr digitalen Studieren. Bildung geschieht dadurch, dass sich Menschen treffen, dass sich Menschen zufällig treffen, dass Räume entstehen, dass spontan einfach Dinge passieren, dass es anregende Diskussionen gibt, die auch dadurch entstehen, dass man sich persönlich trifft. Und das schaffen wir im Digitalen weniger gut. Da braucht es mehr Anstoß. Und daher für einige Formate wie Vorlesungen, Inputs und so weiter, super Sache, auch on demand, für einen größeren Teil der Bildung ist es nicht das richtige Format. Ob es fürs Klima besser ist. Ich glaube, ich kann es nicht sagen, weil wenn alle bei sich zu Hause heizen, ich weiß nicht, ob das besser ist, als wenn die Hochschule heizt. Wäre mal interessant. Ja, danke schön. eine Frage hier noch. Ihr seid ja für den kompletten DAC-Raum, also für den kompletten Dachraum zuständig oder seid dort aktiv. Ähneln sich die Probleme wirklich überall sehr oder gibt es in der Schweiz zum Beispiel einen Punkt, wo die schon ganz weit sind? Die Probleme ähneln, also es ist ja sehr allgemein gefasst. Deswegen, also die Probleme auf der Ebene ähneln sich schon sehr.
wenn wir zum Beispiel, also in Zürich, weiß ich zum Beispiel ein bisschen, so diese Nachhaltigkeitswoche in Zürich ist ja auch relativ groß, aber jetzt schweizweit, die sind an einigen Stellen ein Stück weiter, würde ich sagen, zumindest in der Diskussion, auch teilweise, was sie von was die Bildung diesbezüglich angeht. Die Grundprobleme sind aber noch die gleichen. Also deswegen ist es halt dachweit die Idee, bei dem ersten Präsenztreffen waren Menschen aus Österreich dabei, SchweizerInnen hatten Interesse. Und daher haben wir gesagt, wir machen das dachweit, weil es zu ähnlich ist, als dass wir das rauslassen könnten. Und wir haben ja sowieso ein föderales System. Das heißt, es ist super schwierig, das Ganze in den Ländern oder über länderübergreifend zu machen. Und ob da noch Österreich und Schweiz dabei sind, wo nochmal wieder andere Systeme sind, wie es auch in verschiedenen Bundesländern ist, war da nicht mehr der allergrößte Aspekt. Dankeschön.